Und weiter geht's. Immer an diesem Zeitpunkt, Monsieur. Sehr viele Arten und Weisen, sich warm zu machen. Das Grundprinzip ist immer, man sollte sich halt bewegen. Genau. So. Dann fangen wir mal an. Eine Minute Skippings. Drehen wir uns mal. Gut, jetzt Lunges. Ausfallschritt, hinter die Knie auf den Boden. Wieder hoch, wieder runter. Wieder hoch, schön Spannung halten, dann ist es einfacher, wieder hochzukommen. Gesäß, Bauch anspannen. Arme ausstrecken. Arme ausstrecken. Komm zurück. Und Sit-ups. Hände und dann hinten, Beine nach vorne und zurück. Ausstrecken, ausstrecken und zurück. Ausstrecken und zurück. Ausstrecken und zurück. Ausstrecken. Nicht absetzen. Und jetzt hoch und runter.
jetzt übereinander. Ausstrecken. Ja. Gut, und trink was. Gut, als nächstes, im Prinzip was ganz Einfaches, aber jetzt bleiben wir einfach mal 20 Sekunden auf einem Bein stehen. Und hoch. Und wenn es leicht wird, vorne immer höher hochheben. Und hoch. Wenn es wackeln kommt, ihr könnt gerne mit den Füßen kurz leicht antippen. Auch wenn er ganz umfällt, ist kein Problem. Einfach wieder von vorne anfangen. Weiter geht's. So, jetzt haben wir vier Runden ruhig gemacht. Jetzt haben wir noch vier weitere Runden. Versucht das Bein, was in der Luft ist, mal ein bisschen zu bewegen. Ein bisschen Turbulenz reinzubringen. Ja, ich will mal so rein. Solange du nicht abseits, ist alles gut. Ich hüpfe dann stehen.
bringt wieder was. Sieht einfacher aus, als es ist. Ist aber wirklich wichtig, Struktur und Spannung in den Körper zu bringen und dadurch die Balance zu erhöhen. Weil jegliche Form der Fortbewegung, und Kämpfen ist auch ein Fortbewegen, ist Balance das Zentrum der Kraft. Ganz wichtig. Unten gemacht, das heißt, er liegt auf dem Rücken, greift meinen Arm, schwingt die Beine über meinen Kopf und kriegt dazu diesen Armstreckhebel. Das Ganze geht aus verschiedenen Positionen. Jetzt liege ich unten und er sitzt bei mir auf der Brust und macht den Armbar. Deswegen werden wir das jetzt ganz in Ruhe, in aller Ruhe erklären. So, Hand am Mount. So, die Knie sind auf dem Boden, ist richtig, was machen wir falsch, nicht so sitzen. Ja, das könnt ihr auf dem Stuhl machen. So, er greift beide Arme. So, jetzt entscheidet er sich für einen Arm, lässt den anderen los und greift am Ellenbogen. Halt fest, gut fest. So, wichtig ist immer der Arm. Kein Arm, kein Armstreckhebel. Eine Hand ist hier oben, eine Hand ist am Ellenbogen. Bitte nicht beide Hände oben, am Anfang verliert man da zu schnell den Arm. So, das heißt, er hält gut fest und fängt sich jetzt an leicht zu drehen. Das Gewicht ist vor, jetzt bringt das Bein über den Kopf, die Knie gehen zusammen, er zieht und tap. Nochmal von vorne. Er greift beide Arme, so, richtig festhalten, festhalten, keine Kontrolle, festhalten, am Körper. Wo sind die Knie? So, jetzt hat er gut festgehalten, bringt das Bein über den Kopf. So, die Knie drücken zusammen, jetzt nimmt er beide Hände und zieht am Arm. Jetzt können beide Hände am Handgelenk sein. Je nachdem, wie man den ausführen will, es gibt beide Möglichkeiten. Tap. Und dann Hüfte hoch und ziehen. Hm? Und dann Hüfte hoch und ziehen. Genau. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht zu Hause. Kriegt erstmal ein gutes Gefühl für die Position. Also, weiter geht's. Nicht machen, wir machen noch ein paar Armbar. Machen. Gut. Greift beide Handgelenke. Richtig schön erst greifen. Knie wieder auf den Boden, Knie wieder. Ihr müsst erst den Arm haben. Verändert die Position nicht, bevor der Arm sitzt. So. Jetzt dreht er sich im Kreuz, der Popo kommt darüber. Gewicht kommt gleich nach vorne und jetzt kommt das Bein über den Kopf. Boom. Jetzt geht der Popo auf den Boden, die Knie drücken zusammen und tipp. Ist natürlich mit Erwachsenen und Kindern so eine Sache. Aber wenn ihr das nächste Mal wieder ins Training kommt, könnt ihr gerne mal Hunter den Armbar an euch machen lassen. Ihr werdet euch ziemlich schnell wundern, was da rauskommt, wenn die Mechanik stimmt, weil da geht es um Physik und nicht um Kraft. Auf geht's! So,
Sehr schön. Jetzt hat er den Arm gut, reißt ihn an sich hin. Boah. Dreht sich über den Arm. Sehr schön. Ne, die Position ist super. Jetzt bringt er das Bein über den Kopf. Wenn er das Bein nicht über den Kopf gebracht hat, bevor er sich nach hinten setzt, verliert er die Position. Ja, deswegen ist es wichtig, den Arm zu kontrollieren. Nach vorne und den Kopf. Ja, das ist perfekt. Genauso. Jetzt sieht das sehr schlecht für mich aus beim Rauskommen. Hier, jetzt gehen beide Hände ans Handgelenk. Boom, und er zieht. Sehr gut. Nochmal. Greifen, Arm sichern. Ja, rüberziehen. Ja, sehr gut. Jetzt in die falsche Richtung. Ihr dreht euch zu der Seite, wo ihr den Arm festhaltet. Bein geht über den Kopf. Boom, geht nach hinten. Wenn du verdreht bist, geht das nicht. Legt euch auf den Rücken. Knie zusammen, Hüfte hoch. Ja. Sehr schön. Werden wir die nächsten Tage noch öfters wiederholen. So, gehen wir aber nochmal, die Verteidigung ist für mich das Wichtigste. Das heißt, wenn er mal bei mir auf der Brust sitzt, ist schon ziemlich viel gut gelaufen. Deswegen muss sehr viel Arbeit davon ausgehen, dass er da erstmal hinkommt. Also, jetzt machen wir noch 5-mal Shrimp mit dem Get-Up und 5 Underhook Sweep auf meinen Rücken. Das heißt, so, ich gehe Side Control, er bringt die Hände in Position. Eine Hand an die Schulter, eine Hand in die Hüfte. Jetzt schwimmt er. Das heißt, er drückt sich mit den Armen weg und bringt die Hüfte nach hinten, drückt sich mit den Armen weg. So, bringt das Bein unten rein. Boom. Bringt beide Hände an meine Schulter, drückt sich weg. Er wechselt den Arm auf die andere Seite, steht auf. Boom. Geht auf meinen Rücken, macht die Hooks rein und den Job. Und nochmal. So, nochmal. Arme in Position. Er schiebt sich weg. Schieben, untere Beine rein. Schiebt sich ein bisschen weg. Bringt die Hand an die Schulter, drückt sich weg. Drückt beide Beine weg. Greift den Kopf. Und das hätte ich zu lange Zeit gehen müssen. Gut, und nochmal. Tipp. Probier mich jetzt zu machen. Nicht jetzt. Und nochmal. Hände in Position, schiebt sich weg, Bein unten geht rein. Komm, Hände gehen an die Schulter, erstmal wegdrücken. Mit beiden Händen. Drück dich weg, komm hoch, wechsel den Arm, geh raus. Komm, Seatbelt, du hast kein Seatbelt gehabt. Die Arme müssen immer erst zusammen sein. Und dann die Hooks. Boom. Und gut gemacht. Nochmal. Denkt an den Seatbelt. Wenn ihr die Hände nicht zusammen habt und die Hooks nicht drin habt, fallt ihr ziemlich schnell runter und habt ihr eine gute Position und eine gute Chance verpasst. Und wenn er die ganze gute Arbeit gemacht hat, bringt das nichts. Schade drum. Ne? Wenn er was gut gemacht hat, müsst ihr es auch ausnutzen. So. Schrümpeln, Bein rein. Beide Hände an die Schulter, schieben, aufstehen. Sehr schön. Seatbelt, Hände zusammen, Hook, Hook, Choke, Tap. Gut gemacht. Komm, wir kommen mal. Ja, das machen wir bei der letzten. Wir können das nicht hier holen. Sehr schön. Wie gesagt, muss man wiederholen, aber ich kann ja schlecht sehen, was ihr zu Hause macht. Solltet ihr Probleme haben oder irgendwas nicht klappen, filmt das und schickt mir das. Ja, ihr kriegt auf alles eine Antwort.
Ja, das ist natürlich, ne, wenn ich daneben stehe, ist es leicht erklärt und leicht korrigiert. So ist der Weg etwas schwerer. Wenn irgendwas nicht klappt, frag mich. Jetzt ohne den Schrimp. Das heißt, ich bin hier, der andere Hook geht rein, das heißt, der Arm nach außen, und jetzt drückt er sich raus, dreht sich auf die Knie, greift den Seatbelt, bringt den Hook rein, den anderen und den Choke, und weg bin ich. Hier. Und wieder runter. Du weißt, wenn ich mich nicht wehre. So. Ja, geh weg, die Ohren nicht runter. So, nochmal. Der Arm geht durch unter hier rein. So, jetzt streckt er den Arm darüber und drückt sich so unten raus und dreht sich auf die Knie. Seatbelt, Hooks rein, super. Und nochmal. Noch zweimal, dann hast du es geschafft. Je länger musst du sitzen. Wenn ich mal, das Gute ist, Jiu-Jitsu, brasilianisches Jiu-Jitsu, das ist immer das, was zum Einsatz kommt, wenn alles andere schiefgelaufen ist. Jeder hat einen Plan, wie es laufen soll. In der Realität klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann arbeitet man von hinten raus. Bad Position Sparring. Vergessen auch viele. Fang erstmal in der schlechten Position an und verbessere die. So. Arm runter, streck den Arm in den Kopf, komm hoch, greif den Seatbelt, bum bum. So. Das ist ausgesprochen unangenehm. Ja? Wenn er aber keine Hooks hat, bringt ihm das nicht besonders viel. So. Hat der Hooks und den Seatbelt verloren und weg ist er. Darf ich jetzt gegenhalten? Bis morgen. Will noch einmal bitte. Nee.